Sendung wird Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis. So, schönen guten Morgen zum Märkte am Morgen. Start in neue Handelswoche, Start in einen neuen Handelsmonat. Und das fängt bei uns gleich mal schön mit technischen Problemen an. Wir haben nämlich keine Charts. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Das macht die Sendung jetzt vielleicht ein bisschen kürzer. Aber prinzipiell gibt es ja dennoch ein paar Dinge, über die man sprechen kann. Und wir schauen uns natürlich trotzdem mal an, wie denn gestern die amerikanischen Börsen behauptet haben, wie sie in den Monat reingekommen sind. Denn in Amerika wurde ja am Ostermontag gehandelt. In Europa eben nicht, beziehungsweise in Deutschland eben nicht. Aber jetzt so peu à peu kommen die nächsten Märkte mit rein. Heute Morgen Hongkong, auch da war gestern kein Handel. Sie sehen es aber, es geht heute Morgen in Asien. Wenn wir mal kurz umschalten können auf Asien, dann sehen wir der Hang Seng momentan im Plus mit über 2%. Er ja, dümpelt ein wenig im Bereich um 40.000. Wobei, was heißt schon dümpeln? Er ist stark nach oben gelaufen, schon die ganzen vergangenen Jahre, wenn man ehrlich ist. Und bei 40.000 ist er jetzt einfach ein bisschen kleben geblieben. Das ist nicht allzu schlimm. Wenn wir mal zurück auf die US-Börsen gehen, dann sehen wir zweigeteiltes Bild. Wir hatten auf der einen Seite den Dow Jones, der etwas stärker ins Minus gelaufen ist, 240 Punkte. Es gab so zwei, drei Werte, die haben im Plus geschlossen. Einer davon war eben Microsoft, die Aktie gestern zum Handelsende bei knapp über 420 Dollar. Und die haben zumindest noch mal ein bisschen drauf eingezahlt mit 0,9% Plus auf. Das ist nicht ganz so schlimm, wird eben im Dow, aber die Großteil der Aktien war gestern schwächer. Und insgesamt sieht man, dass die Anleger sich jetzt zum Monatsauftakt nach dem wirklich richtig starken ersten Quartal, das wir gesehen haben 2024, dass sich die Anleger einfach so ein bisschen zurückhalten und jetzt warten, wie entwickelt sich denn das alles weiter. Denn auf der einen Seite, klar, zum Monatsende werden wir frische Impulse bekommen, dann werden die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Inflationsdaten sind ein bisschen stark gewesen in den vergangenen Wochen. Nichtsdestotrotz erwartet man von der Notenbank eigentlich, dass wir so zur Jahresmitte dann erstmals sinkende Zinsen im US-Raum sehen werden. Das bleibt eine spannende Geschichte. Gestern Technologiewerte durchaus, ja, nennen wir es mal behauptet, mehr ist es nicht gewesen. Insgesamt die Handelsumsätze, sie waren okay, aber nichts, was einem vom Hocker reißt. Heute Morgen, Asien hatte ich Ihnen gerade gezeigt, eine interessante Sache, da sollten Sie heute Morgen vielleicht so ein bisschen den Fokus drauf legen. Xiaomi, die Aktie des chinesischen Elektronik-Großkonzerns, wenn man es so sagen will, die sind ordentlich angesprungen. Mehr als 10% ging es hier nach oben in Hongkong. Weshalb? Weil das Unternehmen in der vergangenen Woche sein Elektroauto vorgestellt hat, den SU7, so heißt das Auto. Und der ist mit einem Preisschild gekommen, das doch deutlich günstiger war, als Experten erwartet hatten. Bei 30.000 Dollar, das heißt, man steigt da tatsächlich direkt in den Wettbewerb ein, auch natürlich dann mit Tesla, aber auch mit allen anderen Anbietern, die eben in dieser Preisrange drin sind. Man hatte ja zunächst einmal gedacht, dass die Autos vielleicht teurer werden könnten. Das hätte zwar wäre gut für die Margen gewesen, aber momentan, Sie sehen es ja, der Wettbewerb ist hart. Die Nachfrage ist deutlich gesunken nach Elektroautos. Also von daher sicherlich ein cleverer Schachzug gewesen und eben die positive Überraschung und die Aktie, sie steigt hier nach oben. Natürlich, auch wenn unsere Charts heute Morgen ein wenig noch müde sind, um es mal so auszudrücken, sie sind eben noch im Osterwochenende. Es gibt natürlich schon durchaus Nachrichten und die finden Sie auch bei uns auf den Seiten. Worauf sollen Sie schauen? Einer der Top-Gewinner im ersten Quartal ist Siemens Energy gewesen. Die Hoffnung, dass vielleicht ja, ein Teil des Onshore-Geschäfts verkauft werden könnte, das halt hier noch ein bisschen nach. Übergeordnet, die Probleme sind natürlich weiterhin vorhanden. Also da ist vielleicht, sollte man gebremst ein wenig investieren, aber die Aktie, sie läuft momentan wirklich gut. Den Chart der Deutschen Bank hatte ich mir nochmal angeschaut. In den vergangenen Tagen ging es ja hier wirklich im Strahl nach oben. Und es gab dann auch noch positive Analystenkommentare, wonach es hieß, naja, Ende des Monats werden hier Quartalszahlen vorgelegt. Und wir gehen, oder die Analysten gehen eben davon aus, dass das erste Quartal sehr gut gelaufen ist und dass insgesamt auch ein gutes, rundes Bild gemalt wird über das restliche Jahr. Dann natürlich auch die Anleger entsprechend daran beteiligt werden. Also hier durchaus so ein bisschen Vorschusslorbeeren, die verteilt werden. Und die Aktie momentan, wie gesagt, sie läuft ordentlich nach oben. Das gleiche gilt übrigens
für die Commerzbank. Die Leitzinsen in der Eurozone, sie sind ja weiter auf erhöhtem Niveau. Sartorius können Sie sich gerne nochmal anschauen. Wenn Sie sich den längerfristigen Chart anschauen, ich würde es Ihnen gerne zeigen, es geht halt momentan nicht, aber wenn Sie sich den längerfristigen Chart von Sartorius anschauen, dann werden Sie sehen, dass wir auf dem aktuellen Niveau 370 Euro in etwa, dass wir hier an einer ganz wichtigen Widerstandszone angekommen sind. Wenn die Aktie drüber springen kann, dann haben wir ein wirklich deutliches Kaufsignal und dann könnten sich in den kommenden Wochen und Monaten hier weitere Kursgewinne ergeben. Daimler Truck auch einer der Top-Werte gewesen. Die Geschäfte, sie laufen rund. Der Ausblick ist ordentlich gewesen und selbstbewusst gewesen. Also von daher auch hier sicherlich mehr, was man mögen kann. Und einer der Werte eben, die zuletzt doch durch relative Stärke überzeugt haben. Also, tut uns leid, dass es so der Einstieg in den neuen Monat gewesen ist. Aber ich denke, das kriegen wir natürlich in den Griff. Wir sind um 14.40 Uhr dann mit der US-Vorbörse wieder für Sie da. Unsere Charts übrigens dann natürlich auch, weil die Amerikaner, wir haben ja jetzt die Zeit umgestellt. Das heißt, wir sind wieder in dem Abstand, in dem gewohnten Abstand zu den amerikanischen Börsen. Ja, und dann schauen wir, was die US-Börsen so für uns parat halten. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Vormittag. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis.